von uns gedrückt? Ich habe gedrückt. Du bist Erstplayer. Ich bin Erstplayer, habe ich gedrückt. Okay. Also halt einmal die Schnauze. Ja, ist okay, ich kann es nachher eh schneiden. Nein. Nur Pussys schneiden. Nur Pussys schneiden. Copyright 2012 Activision Public Alle Rechte vorbei. Eigentum der jeweiligen was? Keine Ahnung. Sag mal, habe ich alles angemacht? Warte kurz. Das Toys for Bob dauert ja. Activision! Ich kontrolliere lieber nochmal. Toys for Bob! Ja, das ist wohl nur für 27p gedacht. So, meine Damen und Herren, und damit hallo und herzlich willkommen in einem neuen Let's Play Together Projekt von Grampy Games, der aus dem jeweiligen Kommentatoren besteht namens White Dragon! Das ist Running Gag, ne? Und Necrovamp! Hi, Necrovamp, wie geht's dir? Hi, Whitey, alles klar. Also, ich habe meine Stimme heute mal ausgetauscht. Ja. Ich klinge irgendwie ein bisschen anders. Ja, ich habe auch gedacht, ich bin heute mal Necro und so, also viel cooler und so. Ja, ist viel cooler, Necro zu heißen, als halt immer so Necro halt. Ja, Whitey klingt auch voll rassistisch und so. Ich weiß nicht. Okay. Wer will schon Drache sein, hallo? Ja. Das ist doch total kacke, immer rumzufliegen und Feuer speien zu können. Das ist viel cooler, tot zu sein. Das sagt Spyro schon immer, ne? Ja, das ist voll kacke. So, auf jeden Fall spielen wir... Ein Held zu sein. Oh nein, nicht yeah, Spyro. Gayro. Nein, auf jeden Fall spielen wir heute zusammen, wie man schon groß im Bildschirm sehen kann, Skylanders Giants, den zweiten Teil aus der Skylanders-Reihe. Genius, ja, da habe ich ganz alleine kombiniert. Das würde ich jetzt mal sagen. Mal einfach. A. Drück mal, warte, ich drück mal A. So, zum Synchronisieren, damit ihr das auch hört. Er hat A gedrückt. Ich habe A gedrückt. Skylanders Giants speichert automatisch. Bitte schalten die Konsole nicht aus, wenn dieses Symbol angezeigt wird. Also schalte die Konsole aus, wenn dieses Symbol nicht angezeigt wird. Aha. Also jetzt nicht. Warte, wir müssen gleich die Konsole... Jetzt müssen wir die Konsole machen. So, Story-Modus. Natürlich eine komplett neue Story. Ach so, es gibt ja noch den Duell-Modus. Vielleicht boxen wir uns nachher nochmal ein bisschen mit. Gucken, da gibt's doch die Einstellungen. Geh da mal rein, mal gucken, was uns da erwartet. Boah, Einstellung allgemein. Allgemein. Spitznamen. Nein, nee, keine Spitznamen. Das wird nur pervers. Sound, ja, ist okay. 100% Volume. Ich arbeite das eh nach. Oh, Aktion, Angriff 3. Es gibt 3 Angriffe. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Schön gut zu wissen. Gut. Könntest du noch mal bitte in den Duellmodus gehen? Achso, in den Duellmodus. Sollen wir da mal reingucken? Ja, gucken wir mal. Spieler gegen Spieler, Duellmodus. Geh wieder raus, weil das war so, genug machen wir die Story. Könntest du mir gefallen, dann nimm bitte den zweiten Speicherslot. Den zweiten Slot? Ja. Ist das Zeichen schöner oder ja. Was? Ja. Obwohl, ne? Ich weiß nicht. Aber das erste sieht viel cooler aus. Das letzte ist auch cool, sieht irgendwie aus wie so eine... Nico, rutscht wieder nicht. Also dieser Stuhl. Ja, ich habe das Gebäude mit Gefälle gegossen. Das ist halt. Ja, ich rutsche immer in die Ecke. Warte, wir können dir vielleicht so einen Bremsklotz besorgen. Leg dir den mal da drunter, ja, das müsste passen. Okay. Kannst du mir bitte die Tic-Tacs geben? Die Tic-Tacs? Ja, klar, hier. Ich habe eben einen Saft getrunken, der von 2007 war. Also jetzt 8 Jahre alten Saft kann ich nicht empfehlen. Er hat doch irgendwie säuerlich geschmeckt. Ich hab mich fast übergeben. Kam geil. Mhm. Was alles vor der Aufnahme passiert. So, wir haben jetzt... Wie viel haben wir im Intro gequatscht? Ja, mein Handy ist aus. Nein, 15, okay, ja, wir können. So, und da wir natürlich, also Mini-Pussys und, ja, ne? Bist du auch für? Behaarte Pussys. Behaarte Pussys. Also es gibt 3 Schwierigkeitsstufen, wie das erste Mal in Skylanders. Im ersten Teil gab es das, glaube ich, nicht. Das ist babyweich. Der Chompy-Kruschler. Ja. Ändert diese Einstellung jederzeit in Pause-Menü und das ist Dreieck. Das ist mit Dreieck. Bist mit Dreieck. Genau, und ja. Das da ist die volle Dröhnung. Die volle Dröhnung. Urwald. Und da wir uns überlegt haben, dieses Let's Play nur mit den Giants zu spielen, da wir alle haben, spielen wir das auf schwer, weil bei der Testaufnahme ist uns aufgefallen, dass die Giants ganz schön rein klotzen. Deswegen wird das vielleicht doch ganz angenehm. Und damit ab ins Intro. Super Toy Planet! Keine Schleichwerbung, Mann. Oh. Warum hat er eigentlich nur 4 Finger? Hallo. Wo bin ich? Oh, warte. Ich erinnere mich. Ion und diese erbärmlichen Skylander haben mich in diese elende Ödnis verbannt. Notiz an mich.
Festung der Skylands zurückkommen und diesen Ort zerstören. Na komm, versuch es doch mal, Chaos. Wer hat das gesagt? So, so. Was haben wir denn da? Mächtige Skylander erstarrt vor Furcht vor meiner unglaublichen Präsenz. Ja! Könnte ich mich bewegen, dann würde mein Hammer dich jetzt treffen. Ja, ja, mach ihn fertig, gut so. Oh, aber das kannst du nicht, oder? Und warum? Weil ich ein Portalmeister bin und du nicht. Und falls du es noch nicht bemerkt hast, meine Kräfte sind weitaus besser als deine. Komm, Shanks! Lord Chaos, ich habe schon überall gesucht. Du bist scheinbar an einem Ort namens Erde. Ich glaube, das ist die Heimatwelt dieser Portalmeister. Das habe ich schon bemerkt, Narr! Und durch meine überragenden Fähigkeiten bin ich schon dabei, einen Plan für meine Flucht zu entwickeln. Da ist es schon. Ein Portal. Genau. Diese törichten Menschen haben mich eindeutig unterschätzt. Macht's gut, Sky Loser. Sir? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, Portalmeister sollen die Portale eigentlich nicht selbst benutzen. Ruhe, Glumshanks! Warte auf meine triumphale Rückkehr! Immer wieder witzig. Grüß dich, Portalmeister. Hallo! Ich bin Eon. Und ich komme, um dich auf einer großen Reise zu führen. Ich glaube, er lügt. Willkommen in den Skylands. Eine magische Welt voller Wunder und Abenteuer, die von den größten Helden überhaupt beschützt wird. Den Skylandern. Es war lange meine Pflicht, über die Skylander zu wachen und sie anzuführen. Aber das ist jetzt deine Aufgabe. Und jetzt hast du einen Giant gefunden. Darum bin ich zu dir gekommen. Giants waren vor langer Zeit die ersten Skylander. Und man hat sie sehr lange nicht mehr in den Skylands gesehen. Ich bin mir sicher, du hast sie nicht ohne Grund gefunden. Um es besser zu verstehen, blicken wir zurück. Zurück! 10.000 lange Jahre. Zurück in eine Zeit, als die Skylands von einem bösen Roboter-Imperium beherrscht wurden. Den Archeanern. Ja. Wie man sich schon denken kann, gibt es genau von jedem Element einen Giant. Das heißt, wir haben insgesamt 8 Giants. Das war relativ einfach aufzuteilen. Jeder hat 4. Und läuft. Kapitel 1. Welches ist denn das Kapitel? Weißt du, wie das heißt? Es war eine finstere Zeit für die Skylands. Die friedlichen Nabu wurden aus ihren Häusern geholt und gezwungen, riesige Monumente für das böse Archeanische Imperium zu errichten. Doch die eiserne Herrschaft der Archeaner läutete das Zeitalter neuer Helden ein. Der Skylander. Setze jetzt einen Skylander auf das magische Portal. Nein, wir befolgen keine Anweisung. Er hat gesagt, stelle jetzt. Wir warten nochmal 10 Minuten. Ich habe gerade meine Bonbons draufgestellt. Irgendwie passiert nichts. Boah, ist das scheiße. Also, wir werden uns auch dieses Mal nicht daran halten, welches Element in welchem Bezirk irgendwo am stärksten ist. Das haben wir, glaube ich, im letzten Mal genug ausgereizt. Ja, haben wir. Und deswegen würde ich sagen, starte ich einfach mal mit irgendeinem x-beliebigen Skylander. Und zwar mit einem fetten Baumstumpf. Mit T-Rex. Stup. Du bist dran. Und ja, ich bin auch am Überlegen. Was passt denn sehr gut zu Erde? Würde ich sagen... Ich bin Leben. Achso, du bist Leben? Dann nehme ich Erde. Dann nimmst du Erde. Was halt ziemlich... Crush Hour. Ja, es ist Crush Hour. Kapitel 1, Zeit der Riesen.
Du darfst niemals deinen Titel aufsagen, merkst du was? Warte kurz. Ich warte kurz. So, jetzt gucken wir uns erstmal. Entschuldigung. Jetzt gucken wir uns erstmal diese Super Giants an. Also, ich habe einen Hammer. Ich hab eine Hand. Du hast eine Hand? Ja, und ich kann das hier. Also, was ziemlich cool ist, die Skylanders leuchten diesmal sogar auf den Portalen. Mhm. Also, dann machen wir auch mal ein Foto. Ein Screenshot. Machen wir ein Selfie mit den. Ein Selfie. Limitec Selfie. So, ich reiß jetzt hier einfach mal den Stein aus dem Boden. Also, es gibt viele Interaktionen, die. Also, komm jetzt. Oh. Schmetterling! Okay, das war so einfach, dass ich eigentlich selber nicht damit gerechnet habe. Nee. Du hast einen Glücksbringer gefunden! Den Flügelsaphir. Flügelsaphire, du wirst später mehr darüber erfahren. Ach so. Das ist eine geile Idee. Boah, das ist ja die Info schlechthin. Erstmal eine Faust. Erstmal eine Bro-Faust auf. Eine Bro-Fist. Auf irgendwas, was wir später erfahren. Aha, also, warte mal kurz. Mach nochmal deinen Scanner. Also, ich kann das hier, ich kann jemanden ankotzen. Regenbogen. Und du kannst hauen, ne? Kannst du hauen? Ich kann hauen. Wow. Und ich kann auf Y noch nichts. Ich kann auf B zum Beispiel noch nichts. Ich kann A, kann ich das, und X kann ich dieses Rennen. Aber B kann Lass ich nicht. Lass mal nochmal hier gucken, ob es hier noch was gibt. Also die Level haben wieder folgendes Aufbau. Folgendes Aufbau. Es gibt wahrscheinlich wieder irgendwelche Level, wo wir rein können, nur mit speziellen. Und da ist Schaf. Tschüss, Schaf. Würze und Trümmer. Ach so, er meint das hier. Warte, das schmeiße ich wieder in irgendeine Richtung. So, und... Ey, das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz? Von jetzt kommt man wieder nicht da dran. Unmöglich. Unmöglich. Who's that guy? Da ist ein Stein, da hol dir das. Gott, wie geil. Boah, eins. Also was ich sagen wollte, es gibt natürlich wieder die klassischen Sachen, wie Schmetterlinge für Rabatte wahrscheinlich. Und ich geh mal davon aus, die heißen gleich. Warte kurz. Ich bin schon runtergeplumpt. Du kannst... Also meine Freunde, ich mach das hier mit links, das mache ich zu Hause auch immer. Ja. Dein Kraft. Wo ist das dran zerschmettert? Was gibt's denn hier oben? Weiß ich nicht. Ich kann nicht hoch. Kannst du ein Stückchen näher? Nein, ich bin steh ganz an der Wand. Warte, hier so kann ich näher, aber sonst. Nö. Gut, haben wir das auch geklärt. Aber das muss doch für irgendwas da sein. Ja, jetzt bin ich da. Danke. Bitteschön. Nö. Kann man nicht rein. Warte mal kurz. Nee, geht nix. Kombo. Bombo-Kombo! Ja, okay, komm, lass mal erstmal weitergehen. Wir müssen wahrscheinlich eh wieder öfters in die Welten bei. Kann man hier rüber? Nein. Gut, wir müssen ja wegen dem Speedrun alleine schon. Es gibt bestimmt wieder einen Speedrun. Ja, ich denke mal nicht, dass sie das Spiel komplett geändert haben, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Ja, für den Speedrun müssen wir gucken. Nochmal schießen! Oh, hat leider diesmal nichts gebracht. So wie im ersten Teil. Ja, ob wir den Speedrun mit den Giants überhaupt schaffen können, müssen wir erstmal gucken. Ansonsten nehmen wir wieder zwei Lieblings-Skylander, die wir haben. Willi und Walter? Ja, Willi und Walter, genau. So, also ich mache hier mal immer ein bisschen mit links. Das kennt man ja. Man schubst da Riesenschildkröten immer mit links durch die Gegend. Die armen Schildkröten, guck mal, wie fett wir sind. Jetzt laufen wir über die drüber, ey. Die arme, arme Schildkröte. Schatz! Aber was sie uns geklaut haben, ist, dass man das jetzt nicht mehr mit dem Digi-Stick öffnet, also mit so hin und her wackeln, sondern jetzt nur noch Y drücken. Ja, das finde ich ein bisschen doof, ja, weil Button-Smashing, ich finde das mit dem Kreiseln viel cooler. Ja. Guck mal, ob die Pflanze kaputt geht. Ja, wir können alles zerstören, wir sind Giants. Alter, guck mal, das muss doch wehtun. Nee, das merkt die Schildkröte kaum. Es ist, Aber wenn man drauf tritt, merkt sie es. Ja, genau. Stup. Wo müssen wir... Hier runter, glaube ich. Naja, aber ich will immer Geheimnis. Hungerplateau. Oh nein. Ich mange euch. Knochen-Chompi. Also es ist nicht ein ganz normaler Chompi, es sind spezielle Knochen-Chompis. Ich wusste, dass eines Tages Hilfe kommt. Triff Nortikus. Bist du hier? Hi. Mir nach. Nein, wir gehen nicht nope, nach. Wir gehen erstmal woanders lang. Ja. Also, gibt's hier noch irgendwas zum Gucken überhaupt? Kommen wir hier runter? Nö. Gut, dann. Also, wir gehen ihn dann danach, wie er gesagt hat. Wie der Plan auch von vornherein war. Natürlich. Hört mal alle her. Die Skylanders sind hier. Die wer? Die Skylanders? Ich
hatten einen geheimen Weg in die Tunnel, aber du musst dich um die Wachen kümmern. Ich heiße Gigantus und ich möchte auch helfen. Ich bin vielleicht ein bisschen schwerfällig, aber vielleicht kann ich dir ein paar Dinge zeigen. Es ist gut, riesig zu sein, denn dann kann man so etwas tun. Wow. Also ich nicht, dass wir es schon getan hätten. Okay, Skylander, gehen wir. Ach ja, was wir auch noch sagen müssen, ist, wir sind ja wahrscheinlich noch im ersten Part jetzt gerade. Ja, aber knapp. Wir haben es endlich geschafft. Auf 1080p dürfen wir jetzt aufnehmen. Stimmt. Obwohl wir nichts geändert haben, so großartig. Und bessere Bitrate und bessere Qualität. Und ich habe Sebi ausgetauscht. Hallo. Hinten ist was zu essen, du Penis. Ja, aber da hinten, du brauchst ja nichts zu essen. Du bist fett genug. Oh. Fatty Mac Fat Fat Crusher. Alter, wie habe ich das denn gemacht gerade? Beim Vorbeilaufen. Und damit haben wir unseren ersten Seelenstein gefunden. Seelenstein! Mit einer coolen Animation. Du hast einen Seelenstein gefunden von... Shroom Boom. Yay! Möchten wir uns für den... Achso, neue Verbesserung freigeschaltet. Selbstschleuder für Shroom Boom. Möchten wir uns den Trailer für den angucken? Ah, es gibt wieder Trailer, also nehmen wir den Trailer. Wir nehmen den Trailer, Trailer. Ja, wir gucken uns den Trailer an. Aber den Trailer, Trailer. Shroom Boom! Minion mit Hut. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den schon im ersten Teil gab. Gab es den schon im ersten Teil? Ja, den gab es schon im ersten Teil, aber der konnte noch nicht sich durch die Gegend schießen, glaube ich. Ah, okay. So, weg da mit. Alter, ich hab dir voll gegen den Kopf geschmissen. Aua. Riesen an bestimmten Orten tun können. Geronimo. Geronimo, Pocahontas. Banzai. Und natürlich tun wir... Ja, ich weiß. Natürlich tun wir das, was er auch mag. Nämlich erstmal woanders hingehen. Hier ist noch was. Warte auf mich. Ich lasse dich nicht durch. Okay, hier, Fetti. Kiste. Wir sind schon ganz schön fett. Und ihr müsst euch mal überlegen, so fett wie wir hier in dem Land sind, sind wir auch auf den Portalen. Also die Portale sind echt... Ich wollte sagen, nicht im richtigen Leben. Die Portale sind echt knapp bemessen. Ja, also es passt kaum drauf. Also wir müssen sie Rücken an Rücken stellen. Was? Nicht? Nicht? Ja, genau, die Richtung erstmal. Ja. Ey, da ist... Wie heißt der nochmal? Chop Chop. Oh, Entschuldigung. Achso, wir räumen hier auf. Komm, jetzt hier. Da ist eine Schriftrolle. Ja, aber ich gucke erstmal woanders. Lass mal mit dem quatschen. Bei den gütigen Alten, ein Skylander. Hier, hey, ich glaube, ein Riese könnte den rissigen Stein durchbrechen. Damit würde niemand rechnen. Ja, nicht, dass der andere uns das schon vorgemacht hat. Da ist nichts mehr. Aber wie kommen wir da rein? Einfach durchgehen. Achso. Wir sind Giants, Mann. Und damit eine neue Schriftrolle, und zwar die Lawinenvorahnung. Sebi, nom, nom, nom. Sebi, hast du deine Ion-Stimme dabei? Warte mal kurz, ich muss mal kurz rauswarten. Möchtest du die Schriftrolle jetzt vorlesen? Ja. Okay, also Sebi, auf die Plätze, fertig. Trotz der verschneiten Verhältnisse haben die Bewohner der Eiswüste nie eine Lawine gesehen. Sie sind dafür bekannt, Bomben vom Rand der Insel zu werfen, um eine auszulösen. Ich schätze, sie wollen einfach eine Geschichte, die sie ihren Kindern erzählen können. Ja, gut. Weisheiten aus einem Glückskeks. Ja, echt. Kommt gut. Können wir da jetzt einfach so durchballern? Warte mal, kann ich draufhauen? Nö, wir müssen durchspringen. Toll. Können wir nicht einfach...